Warum? Wenn ihr echt hinein wollt, solltet ihr den Chef fragen. Gibt er sein Okay, könnt ihr hinein, alles klar. Du kleiner Pimpf, was willst du eigentlich? Jetzt muss ich wieder in die Stadt und dahin und... Nee. Bürokratie ist doch was Feines, oder? Ja. Ich hab's auch lieb. Ich glaube, ich sollte mir ein Auto kaufen hier im Spiel. Wenn es gehen würde. Hey, gib uns mal die Erlaubnis. Muss ich jetzt erst das tun, was ich doch tun soll? Oder was ich doch denke, zu tun haben soll? Anscheinend ja. Gar, ich brauche dich. Mal wieder. Tja, wie packe ich denn jetzt mal raus? Ach, ei. Oder? Tja, was mache ich? Ich muss eh ins Camp. Ich vergaß. Jetzt, wo ich mal richtig gewechselt habe, da muss ich ins Camp. Ja, ich bin der Beste. So. Ich muss eine Runde schlafen, damit mein Mana mal wieder voll ist. Und dann kann ich auch einen Schluck trinken in der Zwischenzeit. Und dann können wir mit dem Herrn am Strand sein Tauziehen spielen. Ich glaube, so war es. So steht es geschrieben. So. Und jetzt bitte keinen dämlichen, aufmüpfigen Kommentare mehr hier von... Nein, warum? What? Mein... Oh, okay. Meine... Moment, so. Jetzt. Mein Maus hat sich selbstständig gemacht und irgendwas angeklickt gerade, so dass mein Bildschirm eingefroren ist. Mein Spielbildschirm. Hier, gar. Ihr sucht Teile, hä? Ihr könnt wohl eine Menge im Containerschiff finden. Aber nur die besten Kämpfer der Gilde haben Erlaubnis, da hineinzugehen. Doch ihr seht recht gewieft aus. Stellt es euch, wenn ich prüfe, wie stark ihr seid. Nein, ich muss es tun. Oh Gott, Tauziehen. Ihr werdet bei der Bergungsarbeit helfen. Ihr und ich, wir werden gemeinsam am Seil ziehen und die Maschinen vom Meeresgrund hochholen. Lasst mich erklären, wie es geht. Wenn der Typ dort die weiße Flagge hebt, ziehe ich am Seil. Ja, das ist kein Wettbewerb. Also, nicht, dass er, wenn er auf Null ist, dass er gewonnen hat, so. Eine Flagge dort. Wenn er die Flagge senkt, stoppe ich. Die Zahl dort zeigt an, wie viel Seil noch übrig ist. Wenn er die rote Flagge hebt, ziehst du, okay? Zum Ziehen des Seils drücke die X, dass es so schnell es geht. Okay, geht noch nicht. Das Seil durch die Durchdrücken der X-Taste ziehen. Naja. Oh mein Gott. Sieht doch ganz ordentlich aus jetzt im Probedurchlauf. Ziehe, wenn die Flagge hochgeht. Wenn du faulenzt oder die X-Taste nicht drückst, oder die Taste drückst, wenn die Flagge nicht oben ist, reißt das Seil. Und das war es dann. Und werf dein Auge drauf, wie viel Seil noch übrig ist. Bei einer Differenz von mehr als 2 Metern kommen wir aus dem Gleichgewicht. Und das Seil rutscht. Und das war's dann. Ja, das ist jetzt so eine Demonstration des Fehlschlags, glaube ich. Weil ich kann auch nichts drücken gerade. Es sind 2 Meter. Wupp. Ja, dürfen wir dann nochmal lang. Runde musst du nur Folgendes tun.
Schau, wie viel Seil ihr habt und wie viel ich habe. Und drücke die Taste mit der richtigen Geschwindigkeit. Klar. Nun, das dürfte alles sein. Fertig? Jo, versuchen wir es. Okay. Wenn du schaffst, hast du dich bewährt. Achtung! Start! Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich aufpassen. Ich drück schon mal ein bisschen voraus. Sonst reißt er... Oh, ich bin noch mal dran. Okay, so, ich halte da mal an. Sonst bin ich zu weit vorne und... Das wäre riskant. Ja, 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 ja. Oh, beide. Jetzt muss ich mich ein bisschen an seine Zahl halten. Sonst... ja, ich glaube, ab 5 Meter geht es eh automatisch weiter. Bisschen schneller, 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 damit ich auf seine Zahl komme. Ja, das sieht ordentlich aus. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Gott, warum machst du jetzt einmal? Jetzt bin ich wieder dran. Drück wie ein Bekloppter. Das erinnert mich ein bisschen an International Track and Field hier. Muss man auch wie ein Bekloppter immer drücken. Und der ist wieder. Gut, wir sind schon auf 7 Meter und das läuft eigentlich ganz gut. Ja, 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 ja. Es geht noch schneller, ich drücke mit dem Daumen, aber... mit dem Zeigefinger bin ich wesentlich schneller am Drücken. Aber ich denke, das passt so. Ich muss mal ein bisschen auf ihn warten. Ich bin schon wieder dran. Okay. Uff, ja, es ist... Wir haben es geschafft. Gut. Das ist hier schwer. Davon kriegen wir nicht viele. Kannst du schon sehen, was es ist? Jo, was haben wir? Goldbarren oder sowas. Oh. Sieht nicht wie eine Maschine aus. Was ist es? Lauf! Okay, wir haben was geangelt. Oh. Was für ein Fang, was gar? Jo. Da ist auch schönes am Land gezogen. Das können wir gleich in die Pfanne schmeißen. Angler. Hm. Tja. Fisch, ich würde doch mal sagen, der ist stromempfindlich. Aber Wurfattacke auf ein Ziel? Ob das so sinnvoll ist? Ich weiß nicht. Ich mach den erstmal langsam. Ich hoffe, das wirkt. Aber Schild. Und... Tja, ich habe alle Fähigkeiten Rai oder Momo gegeben. Was habe ich jetzt davon? Schmeiß mal Pyrokine rein. Vielleicht kriegst du ein bisschen Fischstäbchen. Mal gucken, was wir noch Schönes an Food gewinnen. Daneben, scheiße. Boom, der ist laut. Ich habe natürlich auch nichts eingekauft und ich glaube, Nina hat auch keine Klamotten an, oder? Er wäre jetzt etwas nachteilhaft. Ich glaube nämlich ja. Denn dann müsste ich den Kampf doch ein bisschen schneller gewinnen. Jupp, die hat nix. Die hat fast nix an. Aber ich glaube, der kann Donner attacken, wenn ich mich recht entsinne. Nina. Donnerring. Ja, nimm den Donnerring, falls er sowas Komisches kommt. Probieren wir mal Wurfattacke, was das bringt. Jetzt schon besteigen, aber einmal Schild geht noch. Ich habe da doch ein bisschen gepennt beim Team auswählen. Okay, Strom ist absolut nix. Strom ist schlechte Idee. Ich denke mal, vielleicht Feuer wäre noch ein bisschen angebrachter, weil Gar hat doch eben ganz gut reingehauen. 74. Tempo habe ich auch nicht drin, das ist alles schlecht, schlecht, schlecht. Abwehr runter geht das. Gut. Tja, ich nehme meine wohl Boss. Die Bossficker-Taktik, denke ich doch mal.
und werde den mal kräftig auf den Latz geben. Aber wie? Das, ja, Macht und das ist besondere Merkmale, gerade Riesen, magische, defensive, Zufallszeichen. Ich würde sagen, den einfach. Das verbessert vielleicht die Aura ein bisschen. Dann klatsche ich ihn mit Aura um. Das ist, glaube ich, die beste Alternative. Zeig mir nochmal Pyrokine, was das bringt. 47 hat den Normalangriff eben gezeigt.